Also ich bin Brigitte Ferenz, ich bin Ernährungsberaterin und arbeite seit über 10 Jahren für das Projekt Fit for Future, wo wir mit Kindern arbeiten. Heute sind wir in der Schule in Kerzers gebucht. Wir sind eingeladen von der Lehrerin, mit 16 Kindern zusammen zu kochen. Es sind Erst- und Zweiklasskinder, die heute ein wunderbares Menü zubereiten werden. Wir machen Reis mit Curry. Pepperoni, Spaghetti, Käse. Wir machen ein Dessert mit Keksen drin. Also wir haben die Spießchen gemacht mit den Früchten dran. Wir haben die Früchte erst gewaschen und nachher geschnitten und nachher mit einem Zahnstocher reingetan. Jetzt könnt ihr das Gemüse rein tun. Also wir haben mittlerweile über 850 Schulen in der ganzen Schweiz. Und das haben wir natürlich auch den tollen Lehrern zu verdanken, die da mitmachen, die sich engagieren, uns buchen und die dann auch den Tag vorbereiten, dass es genug Helfer hat, die sie unterstützen, dass die Lehrerzimmer, also Klassenzimmer eingerichtet sind und dass ich auch mit dem Material, mit den Lebensmitteln, mit den Werkzeugen, mit den Platten, mit den Pfannen und dass wir dann so zusammen arbeiten können. Pepperoni von Marokko, Pepperoni von der Schweiz. Welche Pepperoni wählen wir jetzt für unser Menü? Schweiz. Schweiz, sagst du? Warum Schweiz? Das ist richtig. Wir reden darüber, die Lebensmittel. Welche Lebensmittel wählen wir? Warum wählen wir Lebensmittel, die saisonal sind, regional? Warum tun wir die vorziehen, dass sie das so verstehen? Für mich ist es sehr wichtig, dass ich die Kinder motivieren kann, dass sie die Freude vermitteln kann, dass der Funke übersteigt zum Kochen. Auch das Selbstbewusstsein, dass sie wissen, ich bin fähig, ich bin in der Lage, auch Erst- und Zweiklässler, mir etwas zum Essen zu kochen, was zudem noch fein ist und vor allem eben Freude macht. Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich in diesem Projekt mitarbeiten darf, weil wir auch versuchen wollen, wirklich die Kinder schon im Grundschulalter zu prägen, dass sie wissen, welche Nahrungsmittel mir gut tun, welche sollte ich vielleicht ein bisschen weniger nehmen. Also es ist natürlich ein grosses Geschenk, mit diesen Kindern zu arbeiten, weil sie sind dankbar, sie sind offen, sie sind hungrig nach Neuem, sie wollen lernen und wenn man sie da dabei begleiten darf, dann ist das schon eine grosse Freude. Es macht mir Spass, weil da kann man viel schneiden und so, das macht Spass. Mir hat am meisten Spass gemacht, die Spießchen zu schneiden. Ich freue mich, das nachher zu essen. Am Schluss essen. Das Essen zu machen und zu essen.